idealism prevails. Make the world a better place. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch. Und heute habe ich einen sehr besonderen Gast hier, einen Aktivisten, der sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt, hier aus Österreich, Helmo Papel. Und ich bin ganz froh, dass du heute zu mir in die Sendung gekommen bist. Hallo. Servus Paula, schön, dass ich bei dir sein kann. Ja, wir beide haben uns ja kennengelernt letzten Monat, als Enno Schmidt hier in Wien einen Vortrag gehalten hat. Und Enno hat mich dir vorgestellt sozusagen und da habe ich erkannt, oh, hier in Österreich ist auch schon eine Szene, die für das bedingungslose Grundeinkommen sich einsetzt. Und deswegen wollte ich mich auch mit dir treffen, erstens, um dich besser kennenzulernen und zweitens natürlich auch mehr über dieses Thema zu wissen. Schön. Viele werden dich nicht kennen, deswegen am Anfang frage ich immer ein bisschen über dein eigenes Leben. Also wo bist du aufgewachsen, woher kommst du, aus welchen Familienverhältnissen? Einfach, dass der Zuschauer auch einen Rundumblick hat, wen wir hier vor uns haben. Vielleicht kannst du da was dazu sagen. Ja, gerne. Also angefangen hat das im selben Jahr wie mit dir, 1972. Gutes Baujahr. Spätlese war im November, jetzt sage ich noch mein Geburtsdatum falsch. Ja, und ich bin hier in der Nähe in Baden bei Wien geboren und habe dann relativ schnell das Land verlassen, weil mein Vater war Bauunternehmer und ist immer dorthin gezogen, wo er gerade seine Projekte hatte. Also ich war dann die ersten 6 Jahre meines Lebens in Spanien und wie es dann ins schulpflichtige Alter kam, habe ich an verschiedenen Ecken in Deutschland gelebt, in Wangen, in Gröbenzell bei München und zuletzt dann in Lörrach. Das ist so dieses Dreiländereck Deutschland, Schweiz, Frankreich. Und von dort aus ging es dann 1984 wieder zurück nach Österreich, von wo meine Mutter kommt. Und es war eigentlich durch eine Scheidung meiner Eltern angezeigt. Und seit 1984 bin ich da in Maria Enzersdorf, das ist so eine Speckgürtelgemeinde vor Wien, mit einem kurzen Zwischenspiel in verschiedenen anderen Ecken von Österreich. Habe im Zuge dessen einmal eine Ehe ausprobiert für 5 Jahre. War eine schöne Erfahrung, aber jetzt bin ich einen Schritt weiter. Und lebe jetzt mit meiner Lebensgefährtin, die aus Graz ist, deswegen sage ich so immer wieder mal gerne meine Grazie, in einer Partnerschaft, habe keine Kinder und bin jetzt seit einigen Jahren hauptberuflich oder sagen wir mal so mit meinem ganzen Engagement für dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen in Österreich tätig. Habe vorher fast die Hälfte meines Lebens in der Finanzbranche Erwerbsarbeit geleistet, da wirst du noch drauf kommen, da muss ich jetzt Wert drauf legen, dass ich nicht nur Arbeit sage, weil Arbeit ist ja ein viel größerer Begriff. Ja, und zwischen 2008 und 2014, das war so das letzte Kapitel meiner Arbeit in der Finanzbranche, war ich Derivatehändler in einer Wiener Großbank. Und du hast mir schon angekündigt, ach Helmo, sag doch mal, was überhaupt Derivate sind. Ja, aber du hast mir eine kleine Biografie zukommen lassen, die habe ich natürlich durchgelesen und da dachte ich, ach was, du hast also in der Finanzbranche gearbeitet. Genau. Wie bist du da überhaupt erstmal hingekommen? Weil ich habe ja gelesen, du warst erstmal Tischler, du hast ja, Tischler richtig. Gelernt. Ja. Ja, das war insofern vorgezeichnet, weil es gibt eine sehr große Schule bei mir in der Nähe, die sogenannte HTL Mödling, Höhere Technische Lehranstalt. Und ein wirklich imposantes Gebäude, war mal eine Militärakademie unter dem Kaiser, also das stellt was dar. Und die haben jedes Jahr einen Tag der offenen Tür, wo die verschiedenen Ausbildungsrichtungen sich natürlich im besten Licht präsentieren. Und ich habe damals gesehen, Möbel und Innenausbau wird dort angeboten. Hatte keine Ahnung davon, komme eigentlich aus einer Familie, die eher so Grafik und Druck macht. Und war dann total begeistert und habe diese Ausbildung abgeschlossen mit einer Tischlergesellenreife und einer, wie man in Österreich sagt, Matura. Also das ist bei euch, glaube ich, das Abitur. Genau. Ja. Gut. Und danach habe ich gemerkt, naja, beim Holz ist eigentlich das Herz, also das ist eine wirklich schöne Tätigkeit, aber das Geld liegt woanders. Also du wolltest zum Geld gelangen.
Ja, also wenn du dann siehst, was hast du für Karrieremöglichkeiten, dann kannst du entweder in ein Möbelhaus gehen und dort Beratungen durchführen oder in ein Küchenstudio oder irgendwelche Fenster verchecken. Ja. So richtig, das Arbeiten in einer Tischlerei war eher nur für die Leute, die schon in ihrer Familie irgendwelche Tischlereien hatten, wo sie hineinkommen konnten. Oder ganz wenige gingen dann auf die universitäre Laufbahn und konnten Design studieren oder Kunstgeschichte oder derartiges. Und da habe ich dann für mich irgendwie nichts gesehen, was so in Resonanz geht. Und dann gab es an derselben Schule ein Kolleg, das war so ein zweijähriges Format für Hochbau. Dann habe ich das noch angeschlossen und bin dann gewissermaßen in die Baubranche hineingekommen mit Tischler-Vorausbildung. Das habe ich dann für ganz gut empfunden. Habe dann jung, gut ausgebildet und günstig und dynamisch in einer Baufirma angefangen. Und die ging dann nach 16 Monaten pleite. Oh, ja. Und dann standst du da. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, gehst halt zur nächsten Firma. Und dann war ich das erste Mal erwerbsarbeitslos und habe gemerkt, was das für ein schreckliches Gefühl ist. Also die ersten 8 Wochen ist das ja ganz cool. Du denkst ja, du kriegst jetzt Unterstützungsgeld und wirst schon wieder was finden. Und dann so mit der 40., 50. Bewerbung kriegst du so Zweifel. Wie alt warst du da ungefähr? Naja, da war ich, das war 1993, also da war ich dann 21 Jahre alt. Ne? Und also, wie gesagt, jung, gut ausgebildet, motiviert und du findest keinen Anschluss mehr in der Baubranche. Der ging es zu diesem Zeitpunkt halt nicht gut. Und dann kriegst du so Zweifel. Was ist eigentlich jetzt dein Platz in der Gesellschaft? Und dann bin ich durch Zufall, den es ja nicht gibt, bei so einem Versicherungsvertrieb gelandet und habe dann gemerkt, hey, ich habe eigentlich ein Talent für die Finanzbranche. Habe dann relativ bald durchschaut, was die dann so an mir verdienen, habe dann meine eigene Firma gegründet, die war für Finanzierungsberatung. Und da ging es dann steil bergauf, karrieretechnisch, habe sehr gut verdient, habe gemerkt, okay, ich kann da auch andere Mitarbeiter einstellen. Und das war so bis 1998 war das dann mein Ding. Und also du hast die Baubranche im Grunde nur verlassen, weil du keinen Job mehr gefunden ja, hast? Ja, genau. Aber von allein wäre ich nicht gegangen. Aber es hat dir gefallen. Also es war ja schon dein Ding. War grundsätzlich eine tolle Branche, aber ich habe dort keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen und habe dann gemerkt, okay, in einer anderen Branche bin ich noch viel besser mit meinen Talenten aufgehoben. Aber das Krasse ist, von allein wäre ich nicht gegangen. Also die Firma musste mich kündigen und die ist dann letztendlich auch pleite gegangen, weil ich war eben so gebaut oder verdrahtet in meinem Kopf, dass das, was du gelernt hast, das musst du jetzt auch tun. Ja, das ist ja das, was man einen so allgemein mit auf den Weg gibt und sagt, jetzt lern 3 bis 5 oder 6 Jahre und danach machst du das dein Leben lang. Das war genau. Ja mal ganz früher so, dass man gehofft hat, man findet einen Arbeitsplatz und da kann man dann 30 oder 40 ja. Jahre. Und die Systeme sind ja nach wie vor so gebaut, ne? Auch die Rentensysteme, dass du sozusagen deine 45 Jahre zusammenkriegen musst, sonst kriegst du richtig viele Reduktionen in der Rente, zumindest bei uns in Deutschland. Ich weiß, dass es in Österreich etwas besser ist, das heißt, die Renten sind etwas höher als bei uns in Deutschland und es ist alles etwas fairer. Aber was ist dann passiert, als du dann in die Finanzbranche hineingekommen bist? Was für neue Welten haben sich da für dich eröffnet? Ja, also es waren einmal viel größere Volumina möglich. Also wenn du dir vorstellst, du kannst beim Errichten eines Hauses einen bestimmten Gewinn machen, aber beim Finanzieren des Hauses oder beim Weiterverkauf dieses Hauses machst du einen wesentlich höheren Gewinn. Das waren so die Leitsterne, die ich damals wahrnehmen und auch attraktiv finden konnte. Ne? Du kannst dir vorstellen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber du bist gerade als junger Mann bist du natürlich von Möglichkeiten, die dir offen stehen, sehr angezogen. Das ist attraktiv. Du willst dich ja als wirksam erleben. Ja? Und dann probierst halt, kannst du das auch? Wie geht das? Und was braucht es dazu? Und habe dann in der Finanzbranche eben gemerkt, da kann ich wirklich etwas bewegen. Dass das natürlich in erster Linie ein Geldrad ist, das ich da drehe und jetzt nicht wirklich der Gesellschaft großartige Dinge verhelfe zu bekommen. Dafür musste ich dann etwas älter werden, musste auch einmal scheitern und habe also fast selber eine Pleite hingelegt. Das war im Jahr 2000, wann war das?
ich habe es gut verdrängt, ja, also ungefähr 2004, ja, war ich ziemlich am Ende finanziell und habe dann mich sozusagen neu erfinden müssen und habe eine, man könnte sagen, eine Geschäftsidee nach Österreich gebracht, die ich mir selbst ergoogelt habe. Das war das, das klingt jetzt sehr technisch, aber das ist das Verwalten von Fremdwährungskrediten oder das Bewirtschaften von Fremdwährungskrediten mit Hilfe von Devisenoptionen. Und jetzt sind wir sozusagen das erste Mal Derivaten. Bei Derivaten. Genau. Jetzt sind wir bei den Derivaten, die kaum jemand da draußen auch versteht. Ich habe auch schon viel, ich habe dir vorher gesagt, ich habe viel darüber gelesen. Richtig verstehen tue ich es nach wie vor nicht. Bevor ich dich frage, was mit den Derivaten war, in der Zeit, als du dann sozusagen erfolgreich in der Finanzbranche warst, wie hast du dich da auch verändert? Haben sich deine Statussymbole, die du dir zugelegt hast, auch verändert? Das ist eine gute Frage. Nein, also von außen her konnte man das nicht erkennen. Ich habe meine Statussymbole eigentlich nicht mit so Klassiker Auto, Uhr oder Immobilie gezeigt, sondern ich wollte eigentlich das Geld mal sammeln, um ein großes, ich nenne das immer Co-Housing-Projekt, also ein Mehrgenerationenhaus zu bauen. Ah, super. Das war so ein lang gehegter Wunsch von mir. Und der kam irgendwie daher, dass ich mir, also man muss dazu sagen, mein Vater und meine Mutter wären jetzt sehr alt. Also ihr habt schon erfahren, 72 ist mein Baujahr, meine Mutter ist 36 und mein Vater sogar 1918 geboren. Oh. Ja? Also der wäre jetzt bald 100. Ja. Und ich habe mir immer vorgestellt, okay, wie wird denn das sein, wenn du selber mal alt bist? Diesen berühmten Beatles-Song, ne? Will you still feed me, will you still need me when I'm 64? Ne? Mag sein, when I'm 99. Will you still love me when I'm old? Genau. Und wenn du das ein bisschen hochrechnest, und vielleicht war ich da einfach nur früh dran, und du siehst Menschen, die im Alter allein sind, das war für mich eine dermaßen abtörnende Vorstellung, dass ich mir gedacht habe, okay, da musst du selber schon ein bisschen die Weichen stellen, wohin das dann gehen wird für dich selbst. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich habe keine Kinder, ja, ich werde mir sozusagen eine selbstgewählte Familie einmal finden müssen, von Leuten, mit denen ich mich gut verstehe, wo wir dann im Alter zusammenleben. Also das war so ganz entfernt das Motiv. Und auf Geschwister dem Weg hast dorthin, du keinen, entschuldige. Doch, ich habe eine Schwester, die ist ein bisschen jünger wie ich. Und die ist 99 nach Australien ausgewandert. Ah. Die hat einen Aussie-Guy geheiratet. Okay. Ist Medizinerin dort unten, sehr erfolgreich. Und jetzt habe ich einen Schwager in Wollongong. Okay, also, aber man merkt, also du bist relativ viel rumgekommen, auch selber, dadurch, dass du sagst, als Kind warst du in Spanien und dann seid ihr ein paar Mal umgezogen. Also du hast auch Veränderungen sozusagen, sind Bestandteil deines Lebens. Ja, kann man so sagen, und das ist auch eine wunderschöne Erfahrung, wenn du immer wieder auch mal von einer anderen Seite auf denselben Sachverhalt blicken kannst. Das macht... Das ist eine dreidimensionale Bildung, sage ich mal. Also kommen wir darauf zurück. Du wolltest also in der Finanzbranche selbst ein bisschen Geld zusammenkriegen, damit genau. du vielleicht eines Tages mal ein Mehrgenerationsprojekt aufbauen kannst. Genau. Dann kam die Pleite dazwischen. Ja. Und dann bist du tiefer eingetaucht in die Finanzbranche, ja. in die Derivate. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir das ein bisschen aufbröseln können. Was sind genau Derivate? Was hast du da verkauft? Ja, also es war am Anfang eben dieses Bewirtschaften von Krediten. Da kann man sich vielleicht so vorstellen, es war in Österreich eine Zeit lang sehr populär, sogenannte Fremdwährungskredite zu haben. Dann hast du dich, das war sozusagen das Motiv, weniger Zinsen zu zahlen, in einer Währung Geld ausgeliehen, die schon einen niedrigen Zins hat. Ne? Da würde dir der Enno Schmidt sagen, ja, das war immer schon der Schweizer Franken. Es gab damals auch den japanischen Yen und auch, was weiß ich, die tschechische Krone. Und dann gehst du dorthin und hast sozusagen schon einen günstigeren Zinssatz. Du bist aber dann in einer Währung verschuldet, die du dir, um den Kredit zurückzahlen zu können, spätestens am Ende der Laufzeit des Kredites beschaffen musst. Mhm. Du musst also am Anfang des Kredites diese Währung verkaufen, dann bist du sie schuldig und am Ende des Kredites musst du sie kaufen, um deinen Kredit zurückzuzahlen. Mhm. Bist du noch bei mir?
Ja, okay. Hört sich kompliziert an und irgendwie ein bisschen über Umwege. Ist in Wirklichkeit ganz einfach, aber es ist nicht das normale Kreditgeschäft. Ja. Gut. Wenn du jetzt weißt, du musst sowieso irgendwann, spätestens am Ende des Kredites, diese Währung dir beschaffen, dann kannst du jemand anderem das Recht einräumen, dir diese Währung zu einem für dich angenehmen Wechselkurs anzudienen oder zu liefern. So, und wenn du dieses Recht jemand anderem verkaufst, dann hast du ein Derivat. Aha. Das ist in dem Fall eine Option. Es gibt aber auch jede Menge andere Derivate, das würde jetzt mehrere Abende füllen. Wie ich dann in die Großbank eingestiegen bin, von diesem Kunden, für den ich das gemacht habe, habe ich dann sozusagen den Tresen gewechselt und bin auf die Seite der Banken gegangen, die diese Dinge normalerweise an den Kunden dann aushändigen. Und in der Bank war dann die Aufgabe... War das eine private Bank oder war das eine staatliche Bank? Es ist eine private Bank, ja. Staatliche Banken waren lange Zeit nicht üblich in Österreich, es gibt aber mittlerweile welche, ja. Verstaatlichte. Und diese Banken haben natürlich Interesse, mit ihren Kunden möglichst viel Geschäft zu machen. Und alles das, was der Kunde selbst nicht machen kann, da sagt die Bank natürlich, du, da können wir dir Angebote machen. Und stell dir das vielleicht mal so vor, du bist, sagen wir mal, eine Kaffeerösterin in Österreich. Ja? Schöne, traditionsreiche Aufgabe. Und du bist jetzt davon abhängig, was kostet der Kaffee, den du verarbeitest. Und jetzt weißt du zum Beispiel nicht, wie viel kostet der in einem Jahr. Und jetzt könntest du ein sogenanntes Termingeschäft machen. Du vereinbarst einfach mit deinem Kaffeelieferanten einen Kaffeepreis für eine bestimmte Menge zu einem bestimmten Datum. Sagen wir mal ein Jahr in der Zukunft. Dann hast du in aller Regel Peace of Mind. Also du hast Kalkulationssicherheit. Was bringt dir das, wenn du weißt, du hast jetzt 10 Tonnen Kaffee zu, was weiß ich, weiß gar nicht, was Kaffee kostet, sagen wir $100 die Tonne, das ist vielleicht ein bisschen wenig, sagen wir $1,000 die Tonne, dann kannst du kalkulieren, was dann dein Kaffeepreis für den Endkunden kostet. Und wenn du das nicht hast, dann musst du entweder diese ganzen Kaffeepreisschwankungen in deinem Einkauf an den Endkunden abwälzen oder es geht zulasten deines Gewinnes oder zugunsten deines Gewinnes, das weiß man ja nicht. Und um das sozusagen abzusichern, gibt es Derivate. Das wäre jetzt die schönste Form, sie einzusetzen. Also um die Schwankungen auszugleichen sozusagen. Genau. Mhm. Also man könnte jetzt sagen, damit das ein bisschen ein Bild wird, du hast als Kaffeerösterin schon eine Risikoposition, auf die du nicht mal Einfluss nehmen kannst, weil was der Weltmarktpreis für Kaffee macht, das liegt ja nicht in deinen Händen. Und jetzt das Derivat wäre auch eine Risikoposition, die sozusagen genau das Gegenteil macht von dem Kaffeepreis. Und deine ursprüngliche Position und diese gegenteilige Position heben einander auf und du kriegst dann einen fixen Preis. Mhm. Das wäre die Absicherung. Das wäre eine Versicherung dann sozusagen. Ja, es ist nicht unähnlich einer Versicherung. Mhm. Und jetzt kommt sozusagen die dunkle Seite, dass du das auch noch kennst. Wenn es dieses Derivat gibt, ohne dass du Kaffeehändlerin bist, dann spekulierst du. Mhm. Okay. Ja, also erst das, was du eigentlich machst als Unternehmen und das, was die Bank dir anbietet als Derivat, das ist ja nur von Lateinisch derivare abgeleitet von deiner Tätigkeit, das zusammen wird dann etwas humanistisch Höfliches, also quasi eine Stabilisierung dieser Welt. Und wenn man das losgelöst voneinander betrachtet, dann bist du mittendrin in der Spekulation. Mhm. So weit würde ich versuchen, es unserem Publikum näher zu bringen. Und wie viele Jahre hast du dich dann damit beschäftigt, bis du erkannt hast, dass das wohl nicht dein Ding ist? Ja, das war von der Finanzkrise an, also von 2008, da bin ich mitten zur Finanzkrise quasi in diese Bank gegangen, bis schließlich 2014. 2014 bin ich dann raus, aus zweierlei Motiven. Einerseits habe ich gemerkt, dass das immer mehr sinnbefreit ist, weil du kannst dir auch vorstellen, dass in einer Bank, die ertragsorientiert ist, kriegst du Zielvorgaben, ne, da werden dann sogenannte Mitarbeitergespräche geführt
Und egal wie erfolgreich du bist, nächstes Jahr noch eine Schippe drauf. Also der Druck war auch stark? Der Druck ist da. Und wie gesagt, und du kannst nicht gewinnen. Es geht rein um Kapitalakkumulation? Du musst Ertrag abliefern für das, für den Arbeitgeber. Also daran wirst du gemessen? Genau. Okay. Und du kriegst in aller Regel jedes Jahr, egal wie du es geschafft hast, noch eine Schippe drauf. Und hast du also auch, weil du vorhin das Thema Kaffee genannt hast, auch mit Lebensmitteln, mit Lebensmittelderivate gehandelt? Na, ich selber nicht, aber natürlich gibt es das auch in Banken. Bei mir am Tisch waren es mehr Zinsabsicherungen und Wechselkursabsicherungen. Ja, weil die Lebensmittel, das ist natürlich auch eine Katastrophe, wenn man darauf wettet sozusagen oder spekuliert oder Derivate darauf setzt oder wie nennt man das, setzen, machen? Derivate abschließen, ja, absetzen geht genau. Das ist natürlich, kann für ganze Regionen zur Katastrophe führen, wenn die Preise so schwanken. Ja. Und wenn du das sozusagen in dein Weltbild mit einbeziehst und sagst, okay, ich mache das zwar nicht direkt, aber ich bin in derselben Branche tätig, ja, ich befeuere im Grunde dieses Geschäft, dann hast du schon einmal einen Spalt zwischen dem, was du eigentlich als Mensch tun willst, und dem, was du tatsächlich als Broterwerb machst. War dir denn bewusst schon, also in was für ein System du dich da reinbegibst, als du das mit den Derivaten und der Finanzbranche begonnen hast? Nein, du fängst am Anfang an und redest dir teilweise auch ein, dass das irgendeinen Nutzen hat. Du hilfst dem Kunden, Risiko abzuwälzen, Bilanzprobleme zu lösen. Also du redest dir das schon so schön, dass es zu deinem Weltbild passt, weil sonst würde dein Körper dir helfen und irgendein Krankheitsbild dir schicken. Aber wenn du das dann natürlich einmal in deine Erkenntnis einbezogen hast, was du da wirklich machst und wie wenig Sinn das macht für diese Welt und auch für dich. Ich meine, du musst ja dann irgendwann auch am Sterbebett sagen, was habe ich gemacht aus meinem Leben. Hm. Ja? Dann schickt dir der Körper in aller Regel ein hübsches Symptom, um es dir leichter zu machen, die Entscheidung zu treffen. Meistens in Form von Burnouts, Depressionen oder sonstigen psychischen Erkrankungen. Bei mir war es das der Beginn einer Gastritis und das sind dann schon Zeichen, hey, du bist am falschen Weg. Ich habe dann noch versucht, in der Bank mich zu verwandeln in etwas anderes. Das ist vielleicht eine ganz nette Geschichte. Die Bank, für die ich gearbeitet habe, die gehört noch zu etwa einem Fünftel einer Stiftung. Mhm. Und diese Stiftung stammt aus dem Gründungsjahr der Bank. Das war 1819. Die wurde von einem Pfarrer gegründet mit dem Motiv, also quasi den Leuten, die keine Bankdienstleistungen bekommen können. Also 1819 gab es ja Finanzdienstleistungen nur für den Klerus, den Adel und den König. Und du konntest im Grunde dein Geld nicht mal für deinen alten Teil sicher irgendwo aufbewahren. Es gab ja auch noch keine Sozialversicherungen damals. Und da war das Kopfpolster oder du hast es in die Lotterie gesteckt. Also dieser Pfarrer hat gesagt, ja, wir brauchen im Prinzip Finanzdienstleistungen für das einfache Volk. Das war so der Gründungsgedanke. Und aus dieser Zeit gibt es noch eine Stiftung, die eben das Gemeinwohl in ihrer Satzung stehen hat. Mhm. Und der gehört 20% von dieser Bank. Ja, und dann bin ich mal zu dieser Stiftung gegangen und habe gesagt, wisst ihr was? Ich habe eine Idee, ihr gebt ja jedes Jahr riesige Schecks, um zum Beispiel soziale Missstände zu lindern. Ja. Ich hätte da jetzt eine Idee, da war ich schon schwanger mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, die würde euch von Symptombekämpfung zu Ursachenbekämpfung weiterentwickeln. Hört euch das mal an. Und das werde ich nicht vergessen, die Dame, die diese Stiftung damals geleitet hat, die hat mir wirklich aufmerksam zugehört. Ich hatte 20 Minuten Zeit. Nach 2 Stunden ging ich wieder aus ihrem Büro raus. Also ich hatte sie. Erwischt. Ja. Der Gedanke war ihr angenehm. Genau. Und ich habe ihr dann noch den Film vom Enno Schmidt nahegelegt, der übrigens Zucker ist und nach 10 Jahren immer noch etwas vom Besten im deutschsprachigen Internet. Darf ich in die Kamera mal sagen, Grundeinkommen, ein Kulturimpuls. Googlen, genießen. Ihr war es dann eine Nummer zu groß. Die hat gesagt, okay, das ist im Prinzip ein 24 Stunden, 7 Tage die Woche Projekt. Wir haben nicht die Ressourcen, es ist noch nicht so weit. Und dann musste ich im Grunde gehen. Also ich konnte mich in der Bank nicht weiterentwickeln. Und der außenstehende Grund war, dass meine Mutter pflegebedürftig geworden ist. Mhm. Und das war auch so ein Trigger zu sagen, jetzt gehst du.
Okay. Und hast du dem jemals ein Auge, eine Träne nachgeweint? Gott sei Dank nicht. Das war die richtige Entscheidung. Das heißt, du hast dich auch körperlich und seelisch auch besser gefühlt danach. Ja. Und dann hast du dich wie lange ungefähr um deine Mutter gekümmert? Ja, also ich bin 2014 raus und letztes Jahr, 2016 im Mai, ist sie dann gestorben. Ich habe also die letzten 2 Jahre sie aus dem Leben begleiten dürfen und bin wirklich dankbar für diese Erfahrung. Es klingt jetzt vielleicht nach mehr, als es tatsächlich war. Es war im Wesentlichen Dasein. Ja? Einfach so einfache Tätigkeiten, wie sie an ihre Medikamente erinnern, Zucker messen, einkaufen, kochen, ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Und diese, also die Erkenntnis, die ich jetzt ganz wesentlich in mir trage, ist, dass der Schatz, den alte Leute für uns bereithalten, der lässt sich nicht im Vorbeigehen heben. Und du kennst das sicher, in Deutschland ist das ja auch ganz massiv im Vormarsch, dieses Ökonomisieren unserer Betreuung. Ja, natürlich. Also bei uns wird das aber alles ökonomisiert. Das heißt, die Kindergärtenplätze werden ökonomisiert, die Knäste, die Gefängnisse, alles, die Behinderteneinrichtungen. Ja. Also es geht ja immer ständig um Geld. Und da kommen wir auch zu diesem wahrscheinlich für dich auch Veränderungen in deinem Leben, dass man auch erkennt, warte mal, Arbeit, was ist Arbeit? Ne? Ja. Was war meine Arbeit vorher, wo ich über Derivate, über Optionen, also damit gearbeitet habe im Grunde. Und dann auf einmal habe ich eine sterbende Mutter, die Arbeit eigentlich wie kochen, putzen oder einkaufen gehen, die auch Arbeit ist, aber die überhaupt nicht bewertet wird allgemein von der Gesellschaft, sondern wenn, dann von deiner Mutter in diesem Fall, die das natürlich wahrscheinlich hoch geschätzt hat auch, ne, dass überhaupt jemand da ist, dass man also die Zeit, die Lebenszeit nutzt, um einem anderen Leben zur Seite zu stehen und zu helfen, was ja in der Finanzbranche kaum möglich ist, dass man direkt Menschen hilft, wenn dann nur durch Geld, ne? Richtig. Und was hat sich da bei dir getan? Ja, es war ein eigentlich ja, wie das Einlösen eines Versprechens. Also im Grunde genommen, wenn du deine Biografie beginnst als kleines Mädchen oder als kleiner Junge, dann erlebst du, wenn du eine glückliche Kindheit hast, ja bedingungslose Liebe von deiner Mutter, von deinem Vater, von deinem Umfeld. Du darfst sozusagen angstfrei und behütet in das Leben gehen. Ja? Und am anderen Ende der Biografie wünscht man sich genau das Gleiche. Man möchte nicht allein sein oder nach dem Konzept warm, satt, sauber irgendwo aufbewahrt werden, sondern dass man da auch, du hast da so ein schönes Format von Mensch zu Mensch, dass sich da eben auch eine Herzensverbindung zeigen darf. So möchte man dann aus dem Leben gehen. Man weiß ja nicht, wann es soweit ist und man weiß auch nicht, wie es geht, aber man hat sozusagen den Wunsch, es nicht allein zu tun und auch nicht den Wunsch, dass man da einfach nur als jemand, der Bedürfnisse hat, also körperliche Bedürfnisse hat, gesehen wird, sondern auch seelische Bedürfnisse. Mhm. Und ich konnte dann meiner Mutter gewissermaßen das schenken, was sie mir geschenkt hat, die ersten Jahrzehnte meines Lebens, ne? Also so gesehen hat sich sehr rund und für mich richtig angefühlt. Auch ein anderes Gefühl, wenn man was gibt, als wenn man was nimmt. Ne? Ja. Also wenn man nur Geld nimmt, für ein bisschen nachdenken oder Papiere hin und her schieben, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn man etwas gibt und dafür so viel zurückbekommt auch. Ne? Ja, du hast da ein sehr schönes Fass aufgemacht, nämlich was ist eigentlich Gegenleistung oder was ist Wertschätzung? Wir gehen so schnell in die Auffassung, das ist im Prinzip das, was dann auf unserer Abrechnung steht, auf unserem Gehaltszettel. Ja. Das ist die Wertschätzung, die uns ausgedrückt wird. Aber in Wirklichkeit ist es ja nur ein Bestandteil und vielleicht sogar der unwichtigste. Wenn du einen Lehrer fragst, warum er unterrichtet, ja, dem geht es doch sicher nicht ums Geld. Ja. Oder dem Lehrer, dem es ums Geld geht, dem willst du deine Kinder nicht schicken. Ja. Ja? Und bei der Pflege ist es genauso. Du kriegst dann vielleicht durch ein Lächeln, durch einen Händedruck, kriegst du in Wirklichkeit die Wertschätzung. Mhm. Und das sind diese magischen Momente, das wirst du nie in ein ökonomisches Modell hineinbekommen. Das ist, das ist nicht nur kostenlos, das ist auch unbezahlbar.
Ja, und dann hat sich wahrscheinlich im Zuge dessen, dass du dich also mit dieser Menschlichkeit, was ja wirklich zu kurz kommt in unserer Gesellschaft, Ja, leider. da hast du dich also mehr damit befasst und da spielt natürlich Trauer und Leid und aber auch Mut und auch manchmal Stolz auf die eigene Kraft, die eigene Familie, was man geschaffen hat. Und dann bist du zu der Idee, also die hatte sich ja schon gegründet, wie du gesagt hast, am Ende deines Derivatenhandels, hast du dich gen bedingungsloses Grundeinkommen sozusagen bewegt. Wo hast du das Thema überhaupt schon mal das erste Mal gehört? Oder war es der Film von Enno Schmidt, der dich da so begeistert hat? Oder? Also es war im Prinzip schon zu Beginn der Finanzkrise. Das war für mich ein Schock. Ich habe 2008 gesehen, wie das dann war mit 15. September, Lehman Pleite, dass fast jeden Tag eine Bank, mit der ich vorher noch Geschäfte gemacht habe, pleite gegangen ist. Du konntest dann die Leute nicht mehr anrufen. Und jede Woche ist irgendein Staat ins Wanken geraten, wo du dir gedacht hast, Menschenskind, Staatsanleihen, gibt es was Langweiligeres, gibt es was Sichereres? Und das reißt dir gewissermaßen das Fundament weg an das, was du bisher geglaubt hast, ist gültig. Und für mich war damals so schockierend, ich konnte in weniger als 2 Minuten an jedem Stammtisch Konsens erzielen, dass es so, wie es jetzt geht, nicht mehr lange weitergeht. Und wenn man dann die Frage gestellt hat, okay, und wie hätten wir es gerne stattdessen, dann kamen die leeren Gesichter. Und auch bei mir. Ich habe auch nicht gewusst, ich sage immer so schön, wenn mir die gute Fee begegnet wäre, ich hätte keine Bestellung aufgeben können. Und so konnte ich mich nicht akzeptieren. Und dann habe ich angefangen zu lesen, also Systemtheorie, Staatsformen, und bin durch Zufall über ein Buch vom Götz Werner, dem Gründer der Drogeriemarktkette DM, gestolpert. Das hieß damals so vollmundig Einkommen für alle. Und da habe ich das erste Mal von dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens gehört und habe die auch rundweg abgelehnt. Ich habe mir Du gedacht, hast sie abgelehnt? ich habe mir gedacht, das ist jetzt sicher ein Witz. Das muss ein Roman sein. Der meint das nicht ernst. Das ist doch die größtmögliche Gießkanne für die Sozialhilfe, Staatsrente ab Geburt, ohne Gegenleistung. Was soll Ja, das das ist denn? so, und da sind wir nämlich genau ohne Gegenleistung. Ich finde ja auch das Wort bedingungsloses Grundeinkommen, ich persönlich finde es falsch gewählt. Da hast du recht. Es hat sich etabliert, leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man das betrachtet. Aber ich denke, dass es irreführend ist. Also dieses Wort bedingungslos gleichzeitig mit Einkommen in einem Satz, da macht das Gehirn nicht mit, Ja. weil du hast es ja gerade erwähnt, also so schmarotzermäßig ja wie, du musst nichts, keine Gegenleistung. Ne? Also das ist das Erste, was alle immer glauben und oft, wenn man auf die Straße geht und Interviews macht und die Leute fragt, ja, was halten Sie vom bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, wie, müssen Sie da nichts mehr machen oder kriegen die das alles umsonst und ich musste jetzt 40 Jahre arbeiten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, und wie hast du dann erkannt, dass das doch nicht so schlimm sein kann? Ja, also es hat eine Zeit lang in der Kläranlage sich aufhalten müssen, dieses Thema, bis ich dann erkannt habe, dass es gar nicht ums Geld geht, sondern es geht um die Freiheit. Ah, Das bravo. ist genau der Punkt. Es ist im Prinzip ein Bruch mit dem Paradigma. Und es hat wirklich Monate gedauert, bis ich das erkennen konnte. Du hast so das Paradigma. Sagen wir mal, das Konzept Herrschaft. Ja? Da gibt es wen, der sagt, wie es geht, dann gibt es Leute, die machen das so, dann hast du mal einen Krieg oder eine Revolution, dann wechseln die T-Shirts, aber das Paradigma bleibt gleich. Dann steht wieder wer vorne und sagt, wie es geht, und dann gibt es wieder Leute, die machen das so. Und dann führt man Demokratie ein, dann haben wir aber wieder das Paradigma, da gibt es eine Regierung, die sagt, wie es geht, und ein Volk, das wird regiert. Und es gibt eigentlich keinen anderen Entwurf dazu. Und Ja gut, das. aber die Schulbildung ist ja auch wegen der Industrialisierung im Grunde Ja, eingeführt ja. worden, wegen keinen anderen Gründen. Also früher war das auch nur dem Klerus oder der höheren Genau. Kasten oder der Könige vorbehalten. Und die Bauern und so, die waren Analphabeten, kamen gar nicht zur Schule. Es gab gar keine Schulen, öffentliche. Die Ja. sind ja erst im Grunde vor circa 200 Jahren eingeführt worden mit der Völlig richtig. Industrialisierung.
Erklärung. Und es hat ja auch einen Sinn. Ne? Also es hat ja einen Sinn. Früher waren es nur 2 Schuljahre, dann 4, dann 7, dann 8, dann 9. Und jetzt haben wir 10 und jetzt sind wir total indoktriniert. Das heißt, nach 10 Jahren, du bist ja fast 18 Jahre alt, ja, also ein erwachsener Mensch. Genau, genau. Und dann wirst du so entlassen. Und jetzt heißt es so, jetzt kommt die Gegenleistung. Jetzt musst du für die Gegenleistung sozusagen, also für das, was wir dich gelehrt haben, jetzt musst du bald ausschütten. Jetzt darfst du noch ein bisschen studieren. Und, und das ist die Gegenleistung, die man also ständig erwartet. Beim bedingungslosen Grundeinkommen jedoch sieht das ja anders aus. Ja, und wenn du das sozusagen mit Leistung, Gegenleistung versuchst zu erklären, dann kriegst du auch in aller Regel viel Kopfweh. Es ist eigentlich eine wesentlich schönere Erklärschiene, wenn du das über die Menschenrechte versuchst herzuleiten. Ich habe da immer so aus dem Film von Enno Schmidt dieses schöne Herleitung des Grundeinkommens in einer Minute. Wem gehört dieser Planet? Uns allen. Ne? Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Bei Luft und Sonnenlicht ist das noch allgemein bekannt. Aber dieser Planet ist verteilt unter einigen wenigen und wir glauben, das ist richtig so. Und jetzt ist es ja so, dass wenn du das ernst meinst mit den Menschenrechten, dass jeder frei und gleich an Recht und Würde geboren ist, dann müsste ja einem Menschen, der auf diese Erde geboren wird, ja, ein Stück von dieser Erde zugestanden werden, wo er sich dann, jetzt wird es so schön religiös, ne, auf seiner eigenen Scholle mit seiner Hände Arbeit im Schweiße seines Angesichts seinen Lebensunterhalt verdient. Nur, dass sich natürlich alles verändert hat. Das heißt, wir können uns nicht einfach noch ein Stück Land abstechen und sagen, da baue ich jetzt mein Haus für meine Familie auf. Das ist ja nicht mehr... Das ist ja schon lange, lange passé. Aber wie löst man das dann auf, wenn man nicht sagt, okay, wir brechen mit dem Privateigentum, wie wir es kennen, komplett? Dann müsste man eigentlich denen, die kein Stück von dieser Erde mehr bekommen können, die können sich ja dann nicht mehr versorgen. Denen müsste man dann einen Ausgleich geben und dieser Ausgleich wäre dann ein Grundeinkommen. Also so könnte man es auch als Menschenrecht herleiten, ein Einkommen als Menschenrecht. Das war also der revolutionäre Gedanke, um mit diesem Paradigma zu brechen, weil dann hast du sowas. Dann hast du quasi das erste Mal eine Gesellschaft freier Menschen. Ich füge jetzt gleich noch in Klammer dazu, wenn es hoch genug ist, weil ein Grundeinkommen muss ja so auch die Eigenschaft haben, dass du davon leben kannst. Also so eine Art Existenzbasis. Also ja, wie der Name schon sagt, ein Grundeinkommen, ja. Ja, auf dem du dann sicher stehen kannst und dann zu den Sternen greifen. Jetzt fragen sich natürlich die meisten Menschen, die sich jetzt noch nicht so sehr beschäftigt haben mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie kann man das finanzieren? Denn wir leben ja schließlich in einer Finanzdiktatur, das heißt, wir haben keine andere Möglichkeit, außer mit Geld Sachen zu erwerben. Also es ist auch... ganz klar so. Was sagst du zu diesen Menschen? Wie kann man das bezahlen? Da gibt es eine sehr schöne Erklärung, die ohne eine einzige Zahl auskommt. Ich möchte dir mal sozusagen an dir testen. Das Einzige, was du mir glauben musst, ist, dass wir nicht vom Geld leben. Auch du, glaube ich, naschst keine Geldscheine und knabberst keine Münzen. Das heißt, du lebst genauso wie ich von Gütern und Dienstleistungen. Also das ist das, worauf es wirklich ankommt. Ich bin abhängig von vielen anderen. Genau. Wir sind ständig füreinander tätig. Ne? Mhm. Und wenn man das sozusagen anerkennt, dass alles, was wir tun, im Prinzip für andere ist und alles, was wir kaufen, ist von anderen für uns hergestellt und deswegen ist es auch großartig, dass das mit dem Geld dann möglich ist, dass das so klappt, dann ist die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, ist, gibt es genügend Güter und Dienstleistungen, damit wir jedem und jeder ein gutes Leben garantieren können. Das müsste man dann ausdefinieren, was ist ein gutes Leben und wie führen wir das ein, aber rein von den Voraussetzungen her ist dieser Wohlstand da. Und der ist da, aber erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit, vielleicht seit 40, 50, vielleicht seit 60 Jahren in Österreich, aber davor war es jahrtausende lang anders. Wir haben eigentlich immer gegen den Mangel angewirtschaftet. Und jetzt ist es so, dass wir mit denselben Strategien, mit denen wir den Mangel überwunden haben, im Überfluss operieren. Und jetzt, wenn du schon von allem genug hast, macht ja mehr gar keinen Sinn. Und das erleben wir jetzt. Wir haben im Prinzip also dieses... Aber die Verteilung ist natürlich falsch. Völlig richtig. Auf der ganzen Welt. Völlig richtig. Wenn 8 Leute so viel haben wie die Hälfte der ärmeren Weltbevölkerung... Wie die ärmere Hälfte, dann, ja. Dann stimmt es ja nicht. Ja. Ist ja ein
Und jetzt wird sozusagen offensichtlich, dass das niemandem hilft. Also auch diesen 8 Leuten, die so viel haben, wird das irgendwann sehr unangenehm. Das kannst du in Brasilien, in Mexiko, in Südafrika, das kannst du besichtigen, was es bedeutet, sehr reich zu sein in einem Umfeld, das es überhaupt nicht ist. Die müssen sich abschotten, die haben Angst, überfallen zu werden. Genau. Und das ist ja auch, also das ist ja meistens meine Kritik so an die ganze Gesellschaft, dass, dass einfach unsere Gefängnisse voll mit Gelddelikten sind, mit Betrug, mit Raubüberfall, mit Strafen zahlen, weil man Strafen nicht zahlen konnte, ne, muss man mehr Strafen zahlen. Das ist sowieso absurd. Einer, der kein Geld hat, muss noch mehr Geld bezahlen. Woher? Wie macht er das? Das ganze System drumherum ist etwas, also einfach nur auf Geld aufgebaut. Und dieses, ja. Und diese Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen würde sozusagen einen Bruch schaffen. Das heißt, der Mensch würde beginnen nachzudenken, wer bin ich? Ja, Bruch wäre jetzt nicht das Bild, das ich gerne verwende. Es ist im Prinzip eine Art Erlösung. Das bedingungslose Grundeinkommen stellt zunächst einmal die Frage, was macht der Mensch, wenn er nicht muss? Also wenn jeder ausgestattet ist mit der Freiheit, zu einer Zumutung Nein sagen zu können, dann... Ja, steht eigentlich Frage, in Deutschland steht es im Grundgesetz. Also jeder hat die Freiheit, ja, sich seine Arbeit selbst auszusuchen. Und da dürfte so eine Art, in Anführungszeichen, Jobcenter oder Jobpolizei gar nicht kommen und dir sagen, hey, du musst jetzt aber mal langsam, du musst das jetzt machen. Weil das steht im Grundgesetz. Eigentlich genau. Sollte keiner gezwungen werden, irgendeine Arbeit zu tätigen, die ihm nicht liegt. Ja, und das sind so die Fragen, die das Grundeinkommen im Prinzip auf den Tisch bringt. Ist das die beste Organisationsform, die wir haben? Was macht es für einen Sinn, wenn ein Land wie Deutschland, aber auch die Schweiz oder Österreich, die ja zu den reichsten Ländern der Welt zählt, sowas wie Armut hat? Mhm. Und diese latente Angst, abzusteigen im sozialen Gefüge, die bis weit in den Mittelstand hineinreicht, Leute, die 4.000, 5.000 Euro netto verdienen, sind gestresst, weil sie sich nicht vorstellen können, ob das in 2 Jahren noch immer so sein wird. Was sind denn so die, die Argumente, die meistens kommen von BGE-Gegnern? Ja, da gibt es die 3 Klassiker. Ne? Wer arbeitet dann noch? Finde ich eine sehr, wie soll ich sagen, lustige Frage, weil jeder von uns, wirklich jeder, hat schon mal unbezahlt gearbeitet. Man muss sich nur dann fragen, warum habe ich das gemacht? Und jeder kennt in seinem Umfeld Leute, die arbeiten, ohne dass sie bezahlt werden. Also... das lässt sich relativ leicht entkräften. Wer arbeitet dann noch? Das Zweite ist, das hast du schon erwähnt, wie lässt sich das finanzieren? Da habe ich auch schon angedeutet, es geht im Prinzip darum, ob wir als gesamte Gesellschaft, als Volkswirtschaft, wenn man so will, dadurch, dass unsere Existenz bedingungslos gesichert ist, eher produktiver werden, dann geht es sich auf jeden Fall aus und vielleicht sogar ein höheres, oder unproduktiver werden. Dann muss man da hinschauen, warum würde das passieren. Aber wenn man sich die derzeitige Verbürokratisierung unserer Gesellschaft anschaut, würde ich sagen, wenn wir da sagen bedingungslos, hey, zeig mal, was du kannst, Paula, dass du eher mehr arbeitest und besser, als du es heute schon tust. Wobei ich das schon großartig finde, wie du das machst. Bin, also wahrscheinlich bin ich so eine Idealistin, also ich mache unheimlich gerne, ich war schon als Kind neugierig und das ist natürlich wichtig, dass man auch die, so eine Eigenmotivation mit sich bringt. Ja, aber klar. Die müsste auch gelehrt werden sozusagen, damit man mit einem späteren bedingungslosen Grundeinkommen, wenn es dann mal stattfinden würde, ja, auch wirklich sich selbst erkennt, seine Talente auch gut selbst erkennen kann. Wobei, ich tue mir immer schwer mit dem, da müssen die Menschen dann angeleitet werden oder so, weil das ist ja im Prinzip genau das, womit das bedingungslose Grundeinkommen aufräumen will, dass jemand anderer besser weiß für dich, was gut ist, als du selbst. Na, mehr war eigentlich mein Gedanke in die Richtung Kooperation anstelle von Konkurrenz, was wir ja schon lernen. Also wir lernen ja, du musst der Beste sein, du musst schneller und reicher werden als der andere. Deswegen also alleine nur diese Änderung an Kooperationsgedanken reicht ja schon aus, um sozusagen alle frei zu entlassen, damit sie das tun, was sie am besten können. Und da hat mich, da fällt mir jetzt ein wichtiger Einwand ein, den mir mal ein Vertreter der industriellen Vereinigung, das ist, ich glaube, bei euch in Deutschland die Industrie- und Handelskammer, ja, so eine Lobbygruppe, die eben schaut, dass es für die Arbeitgeber gut läuft,
Der hat mir mal gesagt, und Sie glauben ernsthaft, Herr Pape, wenn alle Leute nur noch das machen, was ihnen Spaß macht, dass diese Gesellschaft funktioniert? Und dann habe ich gesagt, Obacht, es geht nicht um Spaß, es geht um Sinn. Ja? Wenn Sie sich zum Beispiel die Erziehung von Kindern vorstellen, das macht nicht immer Spaß, aber das macht immer Sinn. Mhm. Und das ist eine ganz andere Liga. Und welcher Sinn ist das? Der Sinn ist für jeden etwas anderes. Die Japaner haben sogar ein schönes Wort dafür, das ist Ikigai, der Grund, warum du morgens überhaupt aus dem Bett aufstehst. Ne? Weil viele, das ist ja immer die Frage nach dem Sinn, ist ja eine der ältesten philosophischen Fragen, die wir uns alle schon einmal wenigstens im Leben gestellt haben. Ja. Also ich persönlich finde den Gedanken ziemlich schön, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Mir wäre es persönlich am liebsten, es wäre auf der ganzen Welt, global sozusagen. Aber wir fangen erstmal kleine Schritte an. Was glaubst du selber, was sich nach einer Weile, nach ein, zwei Jahren in der Gesellschaft getan hat, wenn jeder pro Kopf, nehmen wir mal an, 1200 bis 1500 Euro kriegt, also sich keine Sorgen machen muss, dass er keine Miete bezahlen kann, nicht irgendwie verhungert. Was glaubst du, wie eine Gesellschaft sich verändern könnte? Das ist ja nur in der Zukunft gesprochen. Ja, das ist natürlich ein Feld, das ich ganz intensiv in Gesprächen beackere. Und es würde zunächst einmal die Leute entstressen. Es wäre der erste Effekt wäre eine Entschleunigung. Man kriegt einen, schönes Wort, Zeitwohlstand. Mhm. Ja? Also um das Gleiche sozusagen netto nach Hause zu bringen, musst du dich jetzt nicht mehr so fest ins Hamsterrad einspannen und so anderen Erwartungen genügen, mehr deinen. Und das führt dann in aller Regel auch zu einer besseren Gesundheit, ne? Weil Stress ist ja auch etwas, was, das kannst du auf der Zellebene beobachten, was dich krank werden lässt, wenn das dauerhaft anhält. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, bei uns in Österreich ist Alkohol zum Beispiel ein großes Problem. Sehr viele Leute müssen am Abend etwas Alkohol zu sich nehmen, um überhaupt schlafen zu können. Und oder Medikamente. Dinge. Oder Medikamente. Wir haben in Deutschland 30.000 Medikamententote, also die von Nebenwirkungen sterben. Und wenn du die Zahl vergleichst mit Drogen, also offiziellen Drogentoten, das sind durchschnittlich zwischen 1.200 bis 2.500 maximal. Also 1,6, 1,8 war es, glaube ich, letztes Jahr an Drogentoten und über 30.000. Das ist die offizielle Zahl. Wer weiß, wie die andere Zahl aussieht. Und das ist sowohl Alkohol, das du gerade genannt hast, als auch Tablettensucht ist relativ hoch in der Bevölkerung. Und es wird aber gar nicht großartig diskutiert. Ja, ich würde jetzt auch diesen Sprung nicht wagen, dass ich sage, durch das Grundeinkommen wird der Drogenmissbrauch oder der Alkoholkonsum weniger. Aber der Stress wird weniger. Der Stress wird in aller Regel weniger und das wirkt sich natürlich in viele Dinge aus. Also wie wir zum Beispiel, vielleicht eine kleine Geschichte, ich habe ein Patenkind und letztens hat mich der Vater von dem Simon angerufen und hat gesagt, du Hemo, könntest du mal wieder uns besuchen kommen? Der Simon hat Probleme in der Schule und du könntest ja deinen guten Einfluss auf ihn geltend machen. Sage ich, okay, was steht an? Er hat einen Zweier in Mathematik. Neunjähriger Sohn. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil das Schottengymnasium nimmt nur Kinder mit lauter Einsern. Und wenn er nicht in dieses Gymnasium kommt, dann muss er in ein öffentliches Gymnasium und da ist das Level nicht so gut und das möchte er eigentlich vermeiden. Und dann habe ich mir gedacht, öha, was ist jetzt sozusagen die Geschichte dahinter? Die Story ist, dass der Vater aus diesem Konkurrenzprinzip, das du vorhin genannt hast, seinen Sohn natürlich bestmöglich vorbereiten möchte, damit er dann um die wenigen noch gut bezahlten Vollzeitarbeitsplätze erfolgreich mitkämpfen kann. Und dieser Stress des jetzigen Wirtschaftssystems geht bis auf Neunjährige runter oder vielleicht sogar schon bis in den Kindergarten. Absolut richtig. Und vor allem gerade auch Abiturienten kommen raus und haben schon Burnout-Symptome. Das heißt, sie sind schon mit 18, 19 Jahren völlig, völlig überarbeitet, völlig gestresst, haben keine Zeit mehr. Und das darf eigentlich in einer Gesellschaft nicht sein. Und gerade diese neue Generation, und da kommen wir aber auch bei dem Wort, also dein Verein nennt sich Generation Grundeinkommen.
Warum hast du das so genannt? Erwartest du von der nächsten Generation oder siehst du deine Generation als die Generation, die das einführen will? Generation Grundeinkommen ist ein bisschen angelehnt an die Schweizer Initiative, weil ich das für einen sehr schönen Namen halte. Aber es jetzt an einer Generation festzumachen, das wäre mir fast zu rigide. Weil es macht natürlich für die Generation X, also die ab 1960 Geborenen, macht es Sinn. Für die Generation Y, auch ein schöner Name, das sind schon die, die fragen, why, warum mache ich das überhaupt? Aber auch für Leute, die jetzt schon eigentlich in der Pension sind, wäre es ein Mehrwert, wenn sie in einer Gesellschaft sind, die gechillter ist. Mhm. Also ich betätige mich jetzt auch mit diesem Thema Grundeinkommen in einem Netzwerk, das nennt sich Altsein und gut leben, 2050. Mhm. Ja, die These ist, wir sind in Österreich 1 Million über 80-Jährige. Das wäre dann so die Formel, in Deutschland müssten es dann 10 Millionen über 80-Jährige sein. Und es gibt überhaupt keine Strukturen dafür. Wie wollen wir mit dieser Herausforderung umgehen? Und dann stellt sich heraus, ja, du wirst wahrscheinlich das ökonomisch schaffen können, dass die Leute im Alter irgendwie mit Geld ausgestattet sind. Du wirst es technologisch schaffen können, dass die vielleicht ihre Medikamente kriegen und mit Tablets irgendwelche Notrufknöpfe haben, mit Sturzerkennung und allem. Aber wirst du es schaffen können, dass die noch in einer Gesellschaft sind, die Zeit für sie hat? Na, wir haben relativ gute Chancen eigentlich, weil die Industrie 4.0 ist ja sehr fortgeschritten und auch die großen Konzerne haben schon angekündigt, dass sie die nächsten 10 bis 15 Jahre extrem Arbeitsplätze abbauen werden. Das heißt, da kommen ja zwei Dinge zusammen, ne? Und auch die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sind ja sozusagen auch aufgeteilt in diejenigen, die das als menschliches Gut oder Wert, als Wert ansehen. Und dann gibt es von der Industrie die Seite, die dann sagt, also wir wollen natürlich noch Konsumenten, die das auch kaufen können. Aber wenn wir nur Roboter haben, die das erarbeiten, brauchen wir Geld für die Konsumenten. Ja. Erklärst du das dir? Diesen Spannungsbogen auf, ne? Dass unter bedingungslosem Grundeinkommen relativ viel schon in der Diskussion herumgurkt, richtig, ja, zwischen einem richtig schönen, humanistischen, also den Menschen mit seiner Freiheit ausstattenden Grundeinkommen und zu so einem, ich sag's mal salopp, zum feuchten Traum der Neoliberalisten, wo das im Prinzip dann ein Kombilohn ist, also zu wenig zum Leben, zum Sterben zu viel, ne? Wo man dann sagen kann, ja, du hast eh schon, was weiß ich, 500 Euro und komm zu mir, dann verdienst du die restlichen 600, aber du bleibst am Haken. Ne? Und das Schöne, was das Grundeinkommen auf jeden Fall leisten können sollte, wäre, zu allem, was dir als Zumutung erscheint, Nein sagen zu können. Mhm. Ja, da gibt es diese schöne Definition, was ist Freiheit, von Jean-Jacques Rousseau. Freiheit ist nicht, tun und lassen zu können, was man will. Freiheit ist, nicht tun zu müssen, was man nicht will. Genau. Ja? Und dann würde ich sagen, dann haben wir das erste Mal sowas wie einen Arbeitsmarkt, weil ein Markt, das kann ich dir als Derivatehändler sagen, ist dann ein Markt, wenn beide Seiten Nein sagen können. Hm. Und das ist heute eben nicht so. Und da wird auch wenig drüber gesprochen. Du hast das mit dem Schulsystem schon erwähnt. Wir werden gewissermaßen immer hingeführt zu dem, wir sollen eine Aktion möglichst fehlerfrei, möglichst oft wiederholen können. Ja, fast schon mechanisch. Das Gegenteil von Kreativität. Und mir ist auch neulich aufgefallen, wir können in der Gesellschaft kaum über unsere eigenen Fehler sprechen. Ja. Die Banken sprechen nicht über ihre Fehler. Ja. Die Politiker sprechen ungern über Fehler. Die Journalisten, bis die sich mal aufmachen, in der Zeitung nochmal eine Klarstellung zu schreiben, das dauert. Bis man Geld von der Versicherung bekommt, ne, obwohl sie falsch das ausgelegt hat. Also wir sind trainiert, keine Fehler zu machen und wir dürfen sie gar nicht öffentlich, obwohl wir wissen alle, dass wir nur durch Fehler lernen, aber wir dürfen sie, weil wir uns selbst mechanisiert haben oder denken, wir wären auch ein Mechanismus, aber das ist nicht so. Es macht meiner Ansicht nach sogar noch mehr Sinn, das aus dem Blickwinkel zu betrachten, dass wenn du Fehler machst, hast du einen ökonomischen Schaden. Also du wirst, wenn du ein paar Fehler machst, in aller Regel aussortiert. Mhm. Ja?
Also triff falsche Entscheidungen als Führungskraft, bist du keine Führungskraft mehr. Mach ein paar schlechte Handgriffe als Handwerker, dann wirst du ausgetauscht. Und das führt dann auch zu einer gewissen, also nicht nur, dass die Kreativität stirbt, man wird überhaupt veränderungsresistent. Ja. Und Kreativität ist ja eigentlich Fehler machen dürfen, Fehler bejahen, einfach als eine Art, etwas anders zu machen. Und da macht das Grundeinkommen sehr viel in diese Richtung. Weil wenn du weißt, die ökonomische Komponente ist gesetzt, die ist sicher. Und die Gesellschaft stattet dich eigentlich jeden Monat mit diesem Vorschussvertrauen aus und sagt, hey Paula, zeig mal, was du kannst. Zeig, was du drauf hast. Wir glauben an dich. Und nächsten Monat wieder. Wir glauben an dich. Ja? Dann wächst du. Du wächst, ohne dass du das intendierst. Ja? Du denkst dir einfach, okay, ich kann das mal probieren. Und meistens, wenn du dich aus einer gesicherten Position traust, etwas zu machen, dann wird das viel besser, wie wenn du es machen musst oder wenn du Angst davor hast. Und wie sieht das bei euch mit dem Vernetzungsgedanken aus? Es gibt ja bestimmt noch andere Vereine in Österreich oder auch bei uns in Deutschland, haben sich sogar Parteien gegründet, extra mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Für uns zum Beispiel ist es sehr wichtig aus der Sicht der Humanistischen Friedenspartei, dass man sich vernetzt zu Themen. Also wir rufen immer wieder auch auf, gerade alle BGE-Gruppen sollen sich zusammentun, egal ob von Vereinen oder Parteien, damit wir die Arbeit aufteilen. Damit wir nicht alle das Gleiche oder die gleiche schwere Arbeit machen, alles zu recherchieren, aufzuschreiben und so weiter, sondern dass wir sagen, lass uns eine Kampagne machen, wo wir uns alle beteiligen, die dafür sind, und dann teilen wir die Arbeit ein. Wie läuft das bei dir im Verein? Also der Verein Generation Grundeinkommen ist noch relativ jung, den gibt es jetzt gerade mal seit Jänner diesen Jahres. Und ich habe vorher die Szene ein bisschen recherchiert, also in Österreich tut sich einiges, aber nicht so viel. Und ich bin, glaube ich, mit allen, die in Österreich sich für das Grundeinkommen engagieren, schon persönlich in Kontakt. Und daraus sozusagen eine landesweite Bewegung zu formen, ist jetzt das Ziel von der Generation Grundeinkommen. Wir haben, finde ich, auch ein sehr schönes Logo mit den drei goldenen Kreisen. Und unser Anspruch ist sozusagen, eine landesweite Diskussion zu befeuern. Und da ist natürlich noch offen, wie wird das dann tatsächlich sein, das Grundeinkommen, wie werden wir es einführen, welche Merkmale wird es haben, Finanzierung ist immer ein großes Thema. Aber dass man das mal zurückstellt und sagt, das Grundsätzliche, darüber sollten wir uns einig sein und uns auch austauschen, wo können wir wirken, bei Medien, bei politischen Parteien, bei Glaubensgemeinschaften und auch in der Bildung. Ich bin nächste Woche zum Beispiel bei einer Schule. Die haben sich, also jetzt ist ja bald Schulschluss, die haben sich so jedes Semester vorgenommen, ein Thema, das zum Thema Geld gehört, genauer zu betrachten. Und die haben letztes Semester haben die Komplementärwährungen gemacht, um auch diese Tauschkreise mal kennenzulernen, Regionalgeld und so. Und jetzt haben sie sich Grundeinkommen ausgesucht und haben mich angefragt. Und das fand ich sehr schön, weil vor so heranwachsenden 14- bis 17-Jährige werden das, glaube ich, sein. Ja. Das ist dann gewissermaßen der Test. Kannst du dich verständlich machen? Kannst du die inspirieren? Interessiert die das überhaupt? Ne? Und wie reagieren sie? Ja, das wird sehr spannend. Ach, du bist das erste Mal in der Schule. Das ist das erste Mal, dass mich eine Schule einlädt. Weil wichtig ist für eine Gesellschaft, dass man wirklich in der Bildung, in den Medien, was wir auch tun, und auch in der Rahmenpolitik, also in der Politik, an einem Strang zieht. Und dann kann man auch was in der Gesellschaft bewegen. Also diese drei Punkte müssen ausgefüllt werden, damit wir überhaupt das gesellschaftlich akzeptieren und dass es halt zu einer Änderung kommt. Wo kann man euch denn finden? Die Webseite, die heißt www.füreinander.jetzt. Ja, ja, das ist wirklich eine wunderschöne Domain. Wir hast du sie ausgesucht? Grundeinkommen.at oder progrundeinkommen.at, das gibt's alles schon. Und dann wollte man das irgendwie noch mit Gewalt bei BGE.at oder so andocken. Und dann sagt einer in der Gruppe, füreinander jetzt. Und wir waren alle begeistert, weil das ist die Botschaft dahinter. Wie viel seid ihr denn schon? Also Mitglieder, die sich registriert haben, sind wir so zwischen 50 und 60 im Moment.
und wir haben mehrere tausend Follower auf unserem Newsletter, aber das ist alles noch im Start. Ja? Mhm. Wir schaffen jetzt gerade die Strukturen, werden unsere ersten Positionen formulieren und das Ziel soll sein, in etwa einem Jahr, also Ende 2018, wollen wir also landesweit eine Sichtbarkeit erzeugt haben durch ein direkt demokratisches Element. Das ist bei uns das Volksbegehren. Mhm. Das ist, Enno wird den Kopf schütteln, für die Schweizer eine Kleinigkeit. Es ist nur ein, wie soll ich sagen, es ist unverbindlich. Es ist zwar landesweit eine Frage, wie stehen Sie zum bedingungslosen Grundeinkommen, soll das die Regierung einführen, ja oder nein? Aber wenn das jetzt, sagen wir mal, ein durchschlagender Erfolg wäre, ist die Regierung nicht daran gebunden. Mhm. Aber der Zweck wäre ja ein anderer, nämlich, dass jeder weiß, hey, was ist denn dieser Begriff überhaupt? Und kann jeder zu euch dazustoßen? Ja. Also über die Webseite kann man sich auch anmelden und mehr über euch erfahren? Genau, auf www.füreinander.jetzt kann man auch Mitglied werden, kann mehr über uns erfahren. Die Webseite ist noch im Aufbau, die wird noch schöner und funktionsreicher. Aber das ist einmal der Start, von dem aus wir weiterarbeiten. Ja, das hat sich doch ganz gut angehört, Helmo. Ja. Also die Frage, die ich jetzt eigentlich zum Schluss noch auch an dich habe, ist, was wünschst du dir eigentlich für die Gesellschaft in der Zukunft? Was würdest du als Teil der Gesellschaft gerne sehen, wie wir in 10 bis 20 Jahren miteinander leben? Für mich ist das bedingungslose Grundeinkommen im Prinzip die wirtschaftliche Abbildung von dem Prinzip bedingungslose Liebe. Und was ich so schön finde, ist, dass diese Form der Liebe jeder gerne empfängt, aber wenige sind in der Lage, sie zu geben. Und was ich mir sozusagen wünschen würde, ist, dass wir in einer immer größeren Anzahl in der Lage sind, bedingungslos, also ohne Veränderungsimpuls, Liebe geben zu können. Auch sich selbst. Ohne Stress, ohne Druck, ohne dass jemand mit dem Messer hinter einem steht und sagt, voran, voran. Ja, schön. Danke, Helmo, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke, Paula. Vielleicht im nächsten Jahr kannst du noch mal kommen und uns weiteres berichten. Sehr gerne. Thanks for having me. Ihr seht, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist eins der wichtigen Themen, die uns die nächsten Jahre begleiten werden. Bleibt dran, wir werden noch sehr viele interessante Gäste hier willkommen heißen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Idealism prevails. Make the world a better place.